So, mal ein bisschen in meinem Zimmer Licht angemacht. Während ich gerade gegessen habe, weil es nämlich schon wieder draußen so dunkel ist, dass sonst meine Kamera streiken würde. Und das, obwohl es nicht mal 15 Uhr ist. Es ist draußen einfach so ein Kackwetter, einfach nur bewölkt. Und ab und zu, wie vor einer Stunde, da knallt die Sonne so doll, dass man hier alles dicht machen muss. Na gut, nichtsdestotrotz, wir spielen jetzt Dark Encounter. Das muss ich jetzt noch umändern, das kommt so. Ja genau, mit 21. Dark Encounter, genau. So, Doom for Doom. So, mal gucken, wie wir wie hier mit den Punkten stehen. Ah, Gamma-Wert hat natürlich übernommen, klar. Brutal. Wobei wir natürlich den Gamma-Wert wieder zurücksetzen können, weil wie gesagt, so dunkel wie es draußen ist, brauche ich derzeit keine Gamma-Korrektur. Gamma 1. Oh mein Gott. Wow. Ey, geil. Also wenn man ein bisschen von hier runterfällt, das ist geil. Nur leider wusste ich gerade nicht. Jetzt noch. Da. Du scheiß Minigunner. Wow. Und unsere Rüstung ist schon wieder weg. Ach ja, wir hatten ja über 100.000 Credits. So, während der nämlich herkommt, achso, nee, ist sowieso währenddessen pausiert. Ich meine, wir haben jetzt mittlerweile relativ viele Credits, ne? Da können wir uns jetzt mal ein bisschen auch so ein bisschen schmücken. Das können wir auch noch. Super Shotgun brauchen wir nicht, nutze ich eh nicht. Hier haben wir schon auch schon beides. Bei der Shane Gun holen wir den Catling Rotator. Das hier. Nee. Ist zwar geil, verbraucht aber einfach viel zu viel Munition. Das haben wir auch schon. Wir haben schon alles und trotzdem haben wir noch so viel Credits. Alter, ich muss mal hier ganz kurz drücken. Wir haben doch wohl nicht. Nö. Cash-Bonus haben wir nicht. Gut, dann können wir mal ein bisschen hier in die Vollen gehen, ne? Also, ne, da holen wir mal hier. Quatsch, der Mann. Ach so, man kann sich jetzt denn hiermit einfach so geben. Penta-Damage, Alter. Also, fünffach Schaden ist schon ganz schön. Oh, hier siehst du, die haben richtig mit einem Multiplikator von 400, also von 4. Weil normalerweise früher war es ja praktisch ein Multiplikator von 2. Und die Gegner haben nur die halbe, haben praktisch, aber den halben, nee. Man selber hat den doppelten Schaden gemacht. Und pro Schaden haben die Gegner aber den doppelten Schaden bekommen. Und deswegen war es insgesamt praktisch dieses Vierfache. Und hier haben sie aber gleich Multiplikator für 4 genommen. Deswegen war ja auch diese Bezeichnung mit Quad Damage eigentlich irreführend, weil eben, man selber hat eigentlich nur den zweifachen Schaden bekommen. Nur. Die Gegner waren halt doppelt so empfänglich für Schaden. Und das hatte praktisch 2×2 ist gleich 4. Für die, die es nochmal nachrechnen wollen, also wir haben zwei Finger, ne? Und diese zwei Finger haben praktisch 2-mal. Also, wenn wir 2×2 Finger haben, einmal zwei Finger, nochmal zwei Finger, 1, 2, 3, 4. Für die 7-jährigen Zuschauer unter euch, die noch nicht so gut im Rechnen sind. Wow. Diese Stockern hier. Oh. Warum ich den jetzt gerade herlocke? Weil ich hoffe, dass er uns. Wisst ihr was?
gleich ein bisschen aufgeräumt. Boah! Was? Bleib schön über uns. So, genau, wir wollten eigentlich was gucken. Was war das hier? Hier hatten wir nichts. Sondern das hier, da wollte ich gucken. Haben wir auch schon alles. Protection der höchsten Form müssen gucken. Environment Protection. Ja. Health Damage. Wusste ich alles eigentlich nicht. Ja gut, einfach mal noch mehr Credits bekommen. Bitte was, komm hier. Wenn es das Spiel schon mal bietet, dann können wir ja hier auch mal ein bisschen schön hier. So haben wir alles. Hier haben wir auch alles. Warum sind wir immer noch grau? So, sind wir immer noch grau? Ne, jetzt sind sie grün. Okay. Das Menü aktualisiert seine Farben wohl scheinbar nicht. Achso, halt, ich hätte mal auch hier den Spider-Master-Mack hier natürlich. Haben wir den Spider-Master-Mack schon mal weg? Eine Gefahrenquelle weniger. Was macht der denn da? Na komm, runter, schneller. Wo ist die Spinne? Boah, die da. Oh mein Gott, ich bin gefangen. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Was hat die für eine Schräge? So, war es jetzt hier schon? Wenn ja, wo geht's hier raus?
Aha, ich sehe schon. Nein, da geht's eher gegen Pfosten. Hier geht's raus. Alter, was hier schon wieder abgeht. So, roter Skull. Ach so, hätte ich mir jetzt noch gar nicht gebraucht hier. War ja bloß wieder Wegeverschwendung. Ich bin jetzt. Wow, die ist echt noch da. Ich wusste gar nicht, dass ein Huhn so lange liegen bleiben kann. Zum Glück bin ich echt nochmal nachschauen gegangen. Ich hatte mich schon fast der feste Entschlossenheit, dass das Ding jetzt schon weg ist, aber... Ein Glück, ich habe doch nochmal nachgeguckt. Was wollt ihr, was wollt ihr, hä? So, mal speichern und mal gucken, wo ich hin muss. Geht's hier rein? Nein. Dann geht's wahrscheinlich da rein. Wobei da hinten ist was Gelbes, ich brauche aber was Rotes. Hier ist auch noch ein Weg, da geht's aber auch wahrscheinlich nicht rein. Ne, ich hätte mal erst ein... Oh, Alter, komm jetzt, erstmal hier. Zum Nachgucken nehme ich erstmal den hier. Genau, hier brauche ich was Gelbes. Also muss ich wahrscheinlich in die Richtung. Da ist was Rotes. Oh, Hot Damage. Gut, kann ich jetzt noch nicht gebrauchen. Ist was Blaues. Wir müssen jetzt, wo wir was Rotes bekommen. Da unten waren wir bereits drinnen. Wollt ihr vergessen? Gelb, blau. Ups, ist mir nicht gefallen. Na gut, kann ich gleich nochmal nachgucken hier. Hier ist nichts. Habe ich hier echt was übersehen? Was war das denn hier? Hier war gar nichts. Auch nicht. Oh, sieht aber auch geil aus hier. Vor allem ist hier mit dieser Beleuchtung, das war jetzt früher kaum möglich, weil früher sah das Ganze dann immer so hier aus.
Ja. Nee. Ach so. Ja gut, okay. Also ist ja mittlerweile auch schon der neue Software-Renderer. Der unterstützt ja auch schon ein paar Features. Aber früher, da hat man hier wirklich einfach nur so Umrandungen. Da war es viel heller. Der kann, na, so wie hier. Hätte man ja auch so Kanten. Hell, etwas dunkler, noch dunkler, noch dunkler. Und genauso war es hier halt auch. Und jetzt sah halt ultra scheiße aus. Aber so mit Hardware-Beschleunigung auf dem GL und halt die neuen Software-Renderern. Sieht sowas echt geil aus. Boah, ist das krank aus. Die haben ja auch so eine... Wenn man ganz genau hinguckt, erkennt man hier auch so eine Linie. Aber der Effekt ist halt viel schwächer als damals. Und das wirkt halt ultra geil. Das wirkt halt immer noch klassisch. Aber ich meine, klar, heutige Spiele können sowas natürlich schon lange. Aber bei heutigen Spielen ist das nichts Besonderes mehr. Aber dass so eine uralte Engine, also eine Engine, die sich an uralte Prinzipien hält, sowas kann. Ist schon... Was bist du denn hier? Hast du mich verlaufen? Hm? Ich wollte dir helfen! Fotze! Hab sogar meine Kettensäge weggepackt. Kann man hier rauf? Ah! Gut, interessiert doch zwar gerade nicht, aber... Was ist hier? Nichts. Nee. Sieht nicht davon viel gut aus. Muss ich jetzt hier überall nachgucken, ob hier irgendwelche Schalter drauf sind oder was? Wow. Ey, ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Ist hier irgendwas drauf? Nee, ne? Oh, nicht. Oh Mann, was will denn die hier? Hä? Was will denn die Map von uns? Wo müssen wir denn jetzt hin? Weiß ich hier gerade was, oder? Ich bin echt einfach nur dummer Zipuza erlaubt. Also wir haben einen roten Schädel. Aber hier ist erstmal nichts Rotes. Es ist vielleicht hier in der Mitte alles erkundet, außer dass was bei Blau reingeht und was bei Gelb reingeht. Aber da kommen wir nicht rein, weil haben wir noch nicht. Ansonsten ist da unten bloß der Schalter, der hat uns die Dinge geöffnet und in die beiden Split kommen wir auch nicht rein. Ich gehe mal noch mal ganz kurz da, wo das in rosa ist. Vielleicht ist da irgendwas. Achso, jetzt auch, ja genau. Auch kein Schalter. Und auch kein Schalter. Ist auch nichts. Vor allem in die Räume kommen wir auch nicht rein. Weil da sind zwar Räume drin, aber. Kann ich hier noch mal gucken? Nö, nichts. Ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen. Oder liegen hier irgendwo die anderen Schlüssel, die an den Kies rum? Kann das sein, dass hier irgendwo einfach der rote Schlüssel ist und ich ihn nicht finde? Deswegen, weil ich bin zu dumm? Das kann natürlich durchaus sein. Also jetzt nicht, dass ich zu dumm bin, sondern dass irgendwo die Schlüssel rumliegen. Nein. Auch nicht. Auch nicht. Von hinten rein. Auch nicht. Jump, jump, all around. Jump, jump, to the ground. Jump, jump, all around. Jump, all around. Nein, wollte ich nicht. Hier ist auch kein Kino, ne? Nee. Was macht der Teleporter eigentlich? Ich meine, da kommen wir zwar eigentlich offiziell gar nicht hin, aber ich muss mal trotzdem gucken. Hä? Ach Quatsch, ist ja unser Startpunkt. Ach, da oben schon mal einer an. Da oben ist ja. Ah, siehst du? Ist ein Rumspiel doch was gebracht. Da oben ist der gelbe Schlüssel. Okay. Oh, bin ich ja sogar gleich in der Nähe. Haha, nice. Ist natürlich klar, ist auf der anderen Seite der Map. Was? Ah, fühlt sich automatisch. Nice. Ja, komm mal her.
auf beiden Seiten ist Cyber Demon. Ihr wollt mich ja wohl jetzt nicht verkaspern. Oh Mann, nein, das kann doch nicht wahr sein, ja. Du scheiß Mongo. Uah. Oh, komm mal her. Uah. Wo häng ich denn? Hä? Achso, da, da. Oh, mal, mal hallo? Ist mal jetzt gut hier. Na, daneben. Uah. Man soll ganz schön Splash Damage hier hätten, ja. Keine Ruhen. Digga, ich racke mir den Arsch ab. Wofür? Oh nein, Alter, genau deine Fußbahn. Alter, geht jetzt. Ich racke mich hier ab für nichts und wieder nichts. Dieser kleine, sadistische, gebastardete Bastarder. Quatsch, hier muss ich noch hin. Danke. Ja, komm, du. Keine Chance hier. Mach ich anders. Wolltet ihr so haben? Könnt ihr haben. Ha! Geht das? Mist, ich hab. Ja, ich hab dagegen geschossen. Ach man, das wäre so geil gewesen. Ihr kleiner. Okay, machen wir anders. Erstmal hier. Wo ist jetzt der Spike? Da. Danke. Ist da noch einer? Ja. Danke. So, jetzt verlassen wir mal die Form. Und jetzt keinen Krach machen. Mann. Ja, yeah, erst hat es funktioniert. Oh, bei dem hat es auch funktioniert. Ja, wir haben eine Ruhe. Halleluja. 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 Das ist ja gar nicht mehr. Und da kann man aber mehr Gegner, oder? Oder habe ich mich dann nur getäuscht? Nee. Ich dachte, von da kam Gegner. Aber wir haben echt nur eine einzige Ruhe bekommen. Na komm. Hätten wir gerade? Oh mein Gott, was ist denn ernst? Ja! Oh, Alter, Glück gehabt, ey. Oh, ich dachte schon, ich schaff das nicht. Alter, das hätte ich mal scharf. Ja, ja, komm. Wo ist jetzt die blaue Karte? Nein, auch falsch. Er geht immer noch weiter. Ah, gut hier. Werden wir echt belagert bis zum bitteren Ende? Ich glaub's nicht. Oh nein, nicht der Rote. Ist er tot? Nein. Komm her! Danke! Ah, das ist die blaue Karte! Yay! Jetzt ganz schnell raus, ich habe darauf echt keine Lust mehr. Das ist ja. Ja, ja, mach was ihr wollt. Tschüss! Schon mal weg! Wo müssen wir hin? Doch, richtig! Oh Mann, ich häng mich hier echt noch überall auf.
Wow. Wait, wait, Hardy, Spider, Lucy, doch die Heide macht das mir das erste Lachen. Dann jetzt gerade ein bisschen fallen. Ja, komm, 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 komm. Ja, schön. Du, anfangen. Also, irgendwo hört es auch auf, ne? So, wo ist jetzt der gelbe Key? Oh, Glas. Nice. Nein. Nein. Hier geht's rein. Boah, Alter, Leute, ihr müsst mal echt auf die Diät gehen. Keine Ruhen. Sind das jetzt zwei? Das waren zwei, oder? Ja, das waren zwei. Ha, ich hab die beiden umgebracht. Geil. Auch Glück gehabt. Ach, da draußen. Gut, erstmal gut. Jetzt haben wir alles. So. Haben wir hier jetzt aufgeräumt soweit? Ne? Ja, ne, hier haben wir aufgeräumt. Wie viele Gegner leben eigentlich noch? Sechs. Nein, das ist vollkommen in die falsche Richtung. Vollkommen in die falsche Richtung. Ich war doch quasi schon am Ausgang. Hier ist er doch. Hä? Wir haben die BFG-Munition gar nicht aufgesammelt. Wieso haben wir denn volle BFG? Hat wieder einer BFG gedroppt oder was? So, ich gehe nochmal hier rein. Genau deswegen nehme ich. Das wollte ich hören, verfickte Scheiße aber auch, ja. Okay, wir brauchen noch drei Secrets, dann haben wir wieder noch mehr Punkte. Okay. Gut, erstmal schöne Reihe nach. Die Frage ist, also erstmal gucken, schöne Reihe nach jetzt hier, ne? Aus jetzt. Wir kommen von da unten. Gibt es hier irgendwelche Secrets? Kannst du bitte auf Verfolgermodus gehen? Dankeschön. Hier gibt es keine Secrets. Okay, also wieder hoch. Da oben gibt es ein Secret. Also muss ich da rauf und da hoch. Gut, das habe ich anscheinend schon. Dann kommt das nächste Secret. Da muss ich da lang und da hoch. Dankeschön, jetzt kommt das letzte Secret hier und das ist... Nein. Das soll vielleicht mal herangehen. Kennt man ja gar nichts hier. Okay, okay, so erkennt man auch nichts. Gut, das hätten wir auch. Jetzt fehlt uns noch ein Secret. Das müsste wahrscheinlich das hier im Ende sein. Ne, da waren wir drinnen. Außerdem war das hier das Ende, oder? Nee, doch nicht. Wir müssen zum Ende, hab doch gesagt. Wieso glaubt mir das eigentlich keiner? Wo bin ich denn jetzt überhaupt? Da. Da, da. Nee, hier ist ja nichts mehr. Hier war zwar die Rüstung, aber hier ist kein Secret. Kein offizielles. Wo ist denn das Secret? Also, Glück ist zwar nicht viel, aber egal, ich trotzdem noch nicht. Das da haben wir. Die vier haben wir jetzt auch. Hä? Oh, dann haben wir irgendein Secret hier vorne wohl doch noch nicht. Hä?
Wir haben 4 von 5. Wir haben aber jetzt alle abgerannt. Oder hat er das hier einfach nur nicht genommen? Wow, okay. Ach, er hat einiges. Zwar nicht alles, warum das Spiel so scheiße ist, aber einiges. Gut. Nein. Die bitte. Mit der Super Shotgun starten will ich ein Level garantiert nicht. Wobei, das Level scheint wieder ruhig zu beginnen. Habe ich irgendwas gesagt? Habe ich irgendwas gesagt? Hä? Guck mal, was die machen. Guck mal, was die machen. Den ganzen Tag in ihrer Freizeit machen sie nichts anderes als warten, dass irgendwelche unschuldigen, verfickten Spieler das Spiel beginnen, um sie gleich direkt abzuknallen. Guck mal, ich bin tot. Das war's. Ende Gelände, kein Bock mehr. Aus jetzt. Nein, da. Ciao.